Hallo! Wir drehen euch heute die Not My Arms Challenge. Und zwar habe ich hier meine Hände. Also, wir drehen. Ich muss ja immer. Okay. Wir drehen jetzt die Not My Arms Challenge mit meiner Freundin. Hi! Willst du deinen Namen verraten? Elisa. Und wir fangen jetzt einfach direkt an. Ich glaube, sonst dauert das alles zu lange. Mit was fange ich? Ich fange als erstes mit meinem Make-up an. Wenn ich erst die Haare? Ach ja, ich muss erst meine Haare wegmachen, weil sonst kommt das alles in meine Haare. Manchmal stecke ich mir auch den Haarreifen ins Ohr, weil das angenehm ist. Ich nehme jetzt mein Make-up auf meine Hand und mache da einen Fleck und tupfe das dann mit meinem Finger. Ei. Mit meinem Ei auf mein Gesicht. Und verreibe das. Schön. Dass ich keine Make-up-Rinde habe. Nicht schlecht. Ich mache das immer so. Schön. Auf meinen Mund. So, noch ein bisschen auf meine Stirn. Wunderbar. Schon voll die perfekte Haut. Als nächstes kommt mein Concealer, den ich mir unter meine Augen mache. Genau der Concealer. Und unter das andere Auge. 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 Das muss jetzt auch noch verblendet werden. Schon sehr gut. Als nächstes kommen meine Augenbrauen dran. Dazu benutze ich den Augenbrauenstift von ja, der. Meine Nase kratzt. Danke. Danke, Hand. Jetzt fahre ich meine Augenbrauen nach. Mit der Spitze. Und die andere Augenbraue. Das ist schwer. Okay, die habe ich schon mal getroffen. Die andere fast. Oh, bürsten muss ich sie auch noch, ja. Genau, damit das alles schöner aussieht. So, und jetzt kommen wir zum Lidschatten. Tata. Da haben wir eine schöne NYX-Palette. Mit schönen Farben. Ja, die Farben. Jetzt nehme ich einen Pinsel in meine Hand und gehe in eine Farbe. In Weiß. Jetzt kommt sie auf mein Auge. Oh, unter die Augenbraue. Okay. Zum Highlighten übrigens. Und aufs bewegliche Lid. Und unters Auge. Auf die Wange zum Highlighten. Also, ihr könnt es quasi überall hinmachen. Es sieht überall schön aus. So, anderes Auge. Über die Augenbraue, da muss auch gehighlightet werden. Und auch noch so aufs Auge. Überall muss Farbe sein. So, jetzt nehmen wir noch einen Pinsel. Einen anderen, der war doof, und gehen ins Schwarz. Ja. Jetzt müssen wir nämlich mein Auge konturieren, und zwar fast in der Lidfalte. Ein bisschen höher sieht immer schöner aus. Deswegen, ja, jetzt ist hübsch.
Anderes Auge auch, so ein bisschen unter der Augenbraue. Da braucht man viel Kontur. Ihr könnt das auch natürlich noch auf die Stirn ziehen. Das gibt dann noch einen schönen Akzent. Und dann machen wir weiter mit Eyeliner. Meine Nase juckt. So unten drunter. Ja. Oh, ich meine. So, wir nehmen jetzt einen Eyeliner und ziehen mir einen schönen Strich. Einen schönen Strich. Ja. Ja, in der Lidfalte ist perfekt, um den Eyeliner zu ziehen. Vergesst nicht den schönen Wing. Genau, schön nach oben. Ja. Anderes Auge. Genau, perfekt in der Lidfalte mit einem Wing. So muss das aussehen, so ist es übrigens perfekt. Jetzt kommt Wimperntusche. Oh Mann, also immer wenn ich Wimperntusche auftrage, habe ich Angst, dass ich mir ins Auge piekse. Also muss ich jetzt schön vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Ja, schön auf die Wimpern. Das war ins Auge, aber das mache ich manchmal, um das zu verstärken. Ihr könnt es auch an die Nase machen, ist okay. Da ist jedem freie Wahl gelassen. Ich sehe hier nichts. So ist es auf jeden Fall perfekt. Jetzt müssen wir noch unser Gesicht konturieren mit einem Bronzer, den wir holen. Ich hole. Den Hoola Bronzer benutze ich mit einem Pinsel. Einen... Nein. Mit so einem Pinsel und gehe damit in den Bronzer und konturiere dann. Genau da. Und hinterm Ohr manchmal. Überall muss Kontur sein. Ja, und jetzt kommt Rouge. Das müssen wir erst weglegen. Nehmen wir einen schönen Pinsel und ein schön pinkes Rouge. Rouge. Schön auf die Bäckchen. Oh, das ist sehr dezent. Perfekt für meinen Hautton. Wird immer dezenter. Hübsch. Wenn ihr rote Nasenlöcher haben wollt, wisst ihr, wie es geht. Als letztes fehlt nur noch Lippenstift. Da habe ich ebenfalls eine ganz dezente Farbe ausgesucht. Ein sehr dunkles Lila, sehr dezent, für den Alltag. Das trage ich jetzt auf meinen Lippen auf. Vorsichtig. Oder am Kinn ist auch okay, wie man gerne möchte. Ja. Übrigens, der neueste Trend ist, dass man den Lippenstift nur bis zur Mitte macht. Oh, bis zur Mitte. Und dann ist man so hübsch. Und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal von. Ach, erstmal müssen wir mal. Ich muss meine Haare noch wieder aufmachen. Und einmal richten mit meinen Händen. Und jetzt hole ich. Ich bin alleine, das sind meine Hände. Hole ich euch näher dran. So, das ist das fertige Make-up. Ich habe wunderschöne Augenbrauen, perfekten Lidschatten mit perfektem Eyeliner und mein Lippenstift ist so hübsch. So, das war jetzt unser schönes Video. Oh, ups. Video. Und
wenn ihr mehr Videos mit ihr wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann drehen wir noch mehr Challenges. Ihr könnt uns auch gerne Vorschläge in den Kommentaren dalassen, was wir drehen sollen. Und jetzt sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal. I'll get the glory, we'll win the fight, they'll tell the story.